Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute mit einer kleinen Tagesbotschaft, heute am 22. Februar 2019. Also 2222, wie eine magische Zahl, eine wunderbare magische Zahl, also 4 mal die 2. Und wie du siehst, also ich mache heute eine neue Legungsart. Also ich mache diese Legung mit den Skatkarten und auch ganz, ganz kurz und prägnant. Und dafür bitte ich dich, dass du deine Augen schließt und ganz und gar in der Energie der Kristallschale eintauchst. Ich hoffe, du konntest gut entspannen. Sende mir bitte deine Gedanken. Ich mische die Karten. Und auch wie bei den anderen Karten, dass du auch hier wählen kannst, gibt es hier also einmal drei, also für dich und die anderen wählen. Die zweite Hälfte, nur mit drei Karten, soll ja auch nur eine kurze Legung für dich sein. So. So, Entschuldigung. Also, wähle erstmal, wähle links oder wähle rechts. Also, wir machen hier das goldene Herz. Und hier das weiße Herz, das du auch wählen kannst, natürlich. Also ich hoffe, du hast jetzt hier schon gewählt und dich entschieden. Also hier die goldene Seite und hier das weiße Herz. So, dann kann man auch gut die Karten hier in der Kamera wunderbar erkennen und sehen. Wollen wir mal sehen, wie die Tagestendenz heute so allgemein sein wird. Also ist die letzte Karte, schau mal hier, das ist die unterste Karte im Deck, das ist die Herzacht und Herzacht ist wunderbar. Also wir überwinden die Probleme, wir sehen die Probleme gar nicht mehr als Probleme, sondern lösende Aufgaben. Das ist doch schon wunderbar. Also die Karte steht auch für Gesundheit, für Herzheilung, Heilung der Gefühle und ja, dass du dich überhaupt nicht auf Probleme einlässt, dass du dich wunderbar wohlfühlst heute. Und das ist doch schon also wunderbar eine gute Tagesenergie durchaus. So, falls du hier diese goldene Seite gewählt hast, dann ist deine Botschaft, dass du dich ärgerst. Also du ärgerst dich und das hat was mit deinem Erfolg und deiner Zufriedenheit eher berufliche Natur zu tun oder aber auch, dass du, also auch im Privaten, kommst du einfach nicht so vorwärts, wie du dir das also am liebsten hättest, wie du dir das vorgenommen hast. Du kommst einfach nicht so weiter, bist gebremst heute in gewisser Weise und ja, das raubt dir so momentan die Kraft und du ärgerst dich darüber, aber das ist nichts Großes, also das kannst du wunderbar überwinden und das ist durchaus auch nur eine Tagestendenz, eine Tagesenergie. Hier die Karte steht für die Spiritualität, nutze hier die Spiritualität, um deinen Erfolg zu stärken und diesen Ärger einfach zu überwinden. Dass du sagst, ach ja, dann gehe ich in eine Meditation oder atme ein paar Mal tief ein oder mache mir Reiki oder ja, also einfach, dass du in deine Spiritualität das nutzt oder hole mir die Engel, dazu bitte ich die Engel zu Hilfe oder nehme ich mir meine Klangschale, dass ich wunderbar runterkomme, was auch immer. Also Spiritualität ist vielfältig, lebe deine Spiritualität und bringe dich wieder ins Gleichgewicht, in die Balance. Also wenn du hier dieses weiße Herz gewählt hast, dann ist deine
Tagesbotschaft heute. Heute geht es hier bei dir um dein Zuhause. Also es ist ganz, ganz wichtig. Es geht um dein Zuhause, um Haus und Umgebung. Alles, was so die Umgebung bei dir gerade los ist. Also es geht hier um Glück und Zufriedenheit. Also du möchtest Harmonie, Glück und Zufriedenheit schaffen, auch so eine harmonische familiäre Verhältnisse schaffen. Und ja, du fühlst dich hier berufen, fühlst du dich, dass es dein Schicksal ist, hier gut für die Familie zu sorgen. Und auch, ja, das macht dich in gewisser Weise schon traurig, weil du planst hier etwas. Also du hast hier große Pläne, aber momentan kannst du das nicht umsetzen. Das können verschiedene Pläne sein. Du möchtest etwas kaufen, möchtest deine Wohnung umdekorieren oder möchtest eine Renovierung starten, eventuell. Oder aber du hast hier wirklich Wünsche, was momentan größer sind. Diese Wünsche sind größer und du kannst es nicht umsetzen. Und du fühlst dich dazu berufen, schicksalhaft hier für die Familie zu sorgen. Hier stehst du auch, damit du alles hier, dass du alles organisierst, dass du alles geplant hast, dass du eine ganz intelligente und ehrliche Frau bist. Also ganz positiv. Also du planst hier wirklich entweder eine Renovierung oder aber auch eventuell einen Umzug. Also das beschäftigt dich und da bist du, fühlst du dich berufen. Und dass es heute nicht so 100% klappt, wie das sein sollte, vergiss es aber nicht, ist eine positive Tagestendenz. Also das heißt, dass es alles wieder ins Fluss kommt, ins Fließen kommt. Vertrau darauf. Also ist die Herzheilung und betrachte das nicht als Problem, sondern als lösende Aufgabe und eine Herausforderung. Ich hoffe, für dich hat diese Legung gefallen. Wenn das der Fall war, freue ich mich über ein Like. Natürlich auch, wenn du meinen Kanal folgst. Klicke unten rechts auf den Button abonnieren und natürlich auf die Glocke, damit du direkt benachrichtigt wirst. Heute so kurz, heute so anders, weil ich heute auch noch eine Reiki-Ausbildung anbiete. Schau dich einfach an meine Webseite um. Du findest da auch die Termine, die hier angeboten werden. Natürlich gibt es auch bei mir Wunschtermine für Ausbildungen. Musst du einfach nur einen Termin mir vereinbaren und den Kontakt zu mir über meine Webseite, über den Kontaktformular meiner Homepage. So, ich komme zu Ende. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald. Namaste, deine Valeria.